Ja, die Veranstaltung heute, die ist eine ganz tolle Veranstaltung. Die zeigt einmal mehr, wie viele gute Beispiele es schon gibt in der Bioökonomie, die entweder schon realisiert sind oder die eben schon in der Umsetzung sich befinden. Und es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass die Akteure miteinander ins Gespräch kommen, um eben auch Punkte zu identifizieren, an denen noch gearbeitet werden muss, um eben auch andere Technologien voranzubringen, die eben vielleicht an Regularien oder an Rahmenbedingungen scheitern, die eben noch aus der linearen Wirtschaft herrühren. Und was ich auch besonders toll finde hier an der Veranstaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar, dass hier eben es auch zu einem länderübergreifenden Austausch kommen kann und hier die Bundesländer auch miteinander ins Gespräch kommen und der eine von dem anderen lernen kann. Also vielen Dank an die Organisatoren und bitte mehr davon.